Uah, das Level ist so gefährlich. Ich werde von überall attackiert. Zu viele Kugelwillis. Uah, was soll ich bloß tun? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Maker 2 hier auf Katze. Endlich geht es weiter mit euren Community-Level. Und dieses erste Level hier ist von Eric Porrick. Bowser's Traps 1-1. Ganz, ganz lieben Dank für dieses Level. Und dann wollen wir doch mal sehen, was dieses Level so zu bieten hat. Also, eines ist jetzt schon klar. Wir müssen 10 rote Schlüsselmünzen finden, damit wir hier das Level wahrscheinlich beenden können. Eieiei. Aber einfach ist das nicht. Und ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ich habe super viele Level von euch bekommen. Und ich werde die Level in 2 Videos aufteilen. Der zweite Teil kommt dann in 1 oder 2 Wochen. Schickt mir also unter diesem Video bitte noch keine neue Level. Also alle, die hier Level einsenden, unter den Kommentaren, die Level werde ich dann leider nicht spielen können. Also hebt sie euch auf für das Video, was in 1-2 Wochen erscheinen wird. Aber jetzt zurück ins Spiel. Konzentration. 2 Schlüsselmünzen fehlen uns noch. Vielleicht hier irgendwo? Röhre über Röhre, Türe über Türe und viele Stacheln. Okay, ich riskiere es. Einmal rüber. Das hätte man schaffen können. Naja, zumindest mal eine Checkpoint-Fahne. Das ist doch nicht schlecht. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Dann... Oh, Mensch, Teppichdörtchen. Ab durch die rote Röhre. Wohin führt sie uns? Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber das ist okay. Denn dadurch haben wir zumindest mal einen Pilz bekommen. Und jetzt versuche ich mal, diesen Weg einzuschlagen. War das die richtige Entscheidung? Ist hier die letzte rote Münze? Oh, oh, nein, nein, raus hier, raus hier. Oh, wie habe ich den besiegt? Wie habe ich gerade diesen Käfer besiegt? Naja. Okay, leider verloren, aber nicht so schlimm. Wir machen einfach diesen Checkpoint weiter. Und bei den Käfern wird die Münze wahrscheinlich nicht sein. Probieren wir doch mal... hier, boah, durch die Röhre zu gehen. Geht das denn? Ja, das geht. Und wir landen irgendwo hier oben. Hier sieht es erstmal nicht nach einer... Oh, da unten ist sie. Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich zu dieser Schlüsselmünze? Wahrscheinlich hier durch, oder? Das ist der einfachste Weg für mich. So. Und ja, sehr gut. Wir haben nun alle Schlüsselmünzen gefunden und können jetzt wahrscheinlich weiter Richtung Tür. Die bringt uns dann hoffentlich ins Ziel. Yes, sehr cool. Sehr, sehr cooles Level. Awesome. Eric Porrick, thank you so much. Weiter geht es mit, na und? Das feurige Geisterhaus. Und wir erhalten sofort einen... Moment, Moment. Wir kriegen noch einen Helm. So. Und sogar eine Feuerblume. Umso besser. So, jetzt geht es mit unserer Clownskutsche einmal durch dieses Geisterhaus. Oh, Achtung. Das sieht oben sehr gefährlich aus. Okay, dann einmal außenrum und vorsichtig unten vorbei. Komm schon, Mario. Mit der Feuerkraft sollten wir doch hier durchkommen. Ah, nein, 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 nein. Hey, lass mich los, lass mich in Ruhe. Bloß weg hier. Eieiei, das war nicht ohne. Jetzt kommen wir da durch und auch hier gibt es ganz viele Gefahren. So, aber das sieht nach dem Ziel aus. Es sieht so aus, als wären wir da. Ja, geschafft. Puh, dankeschön. Weiter geht's mit Johanns erstes Level für Thomas. Oh, das freut mich. Lieber Johann, ganz lieben Dank für das Einsenden deines Levels. Ich bin mal gespannt. Das ist dein allererstes Level extra für mich gestaltet. Das ist super lieb. Jetzt gucke ich doch mal, ob ich vielleicht von hier oben durch das Level komme, denn da unten sieht es schon mal gefährlich aus. Denn diese Steinblöcke zermanschen einen dann förmlich. Uah. Okay, ich glaube, ich muss hier unten weitermachen. Uiuiui. Und da ist das Ziel. Okay. Und eine grüne Röhre. Die testen wir mal ganz kurz aus. Wohin führt sie denn? Aha. Ah, ein kleiner Bonusbereich. Ein kleiner versteckter Bonusbereich. Das ist eine schöne Idee. Ganz, ganz lieben Dank, Johann. Das ist cool. So, dann geht es ab durch die grüne Röhre und wieder zurück Richtung Zielflagge. Fahnenmast. So, ganz vorsichtig hier runter. Oh, leider nicht ganz hochgekommen, aber wir haben es geschafft. Sehr, sehr schönes erstes Level. Vielen Dank dafür.
machen wir weiter mit dem Level von Mani Mütze. Mani Mütze schickt uns, Katze schafft alles. Oh, danke. Ich schaffe alles. Ich besiege selbst diese... ich besiege selbst diese Gumpas. Mani Mütze, ich werde dir hoffentlich keine Schande machen und dieses Level erfolgreich meistern. So, wir haben die Katzenglocke. Mit dieser kommen wir hoffentlich leichter durch das Level. Das war knapp. Das kam sehr unerwartet. So, der Pfeil zeigt in diese Richtung. Ich soll durch die grüne Röhre. Und die bringt uns zum Checkpoint Nummer 1. Und wir kriegen eine Kanone. So, jetzt. Ich bin bereit. So, da ist ein Jauser. Oh, den muss ich besiegen, oder? Mit Sicherheit bekomme ich von ihm eine Schlüsselmünze. Quatsch, nicht Schlüsselmünze. Einen herkömmlichen Schlüssel, genau. Denn mit diesem komme ich durch diese Tür. Okay, Schloss geknackt, Schloss geöffnet. Wir kommen jetzt hier weiter. So ein kleiner Jump-and-Run-Abschnitt. Kleiner Kletterabschnitt. Und jetzt hier über die Donutblöcke. Einfach, ja, rennen. Man kann einfach drüber rennen. Oh, wie süß, wie lieb. K.TZE. Und sehr, sehr schön geschrieben auch. Ganz lieben Dank. Das freut mich sehr, dass hier auch nochmal Katze steht. Sehr cool. Das ist lieb. Okay, aber wo müssen wir hier hin? Ja, oh, wir können den Powerblock nehmen und die Münzen zum Fallen bringen. Ja, sehr schön. Und da ist schon unsere Flagge. Und dazu fliegen wir mit dem Flugblock und stürzen runter. Sehr schön. Auch ein sehr, sehr cooles Level. Dankeschön dafür. Katzen Mario hat's geschafft. Weiter geht es mit Luca 13 Opü. Der ewige Flug. Sammle mindestens 551 Münzen. Das klingt wie so eine Zahl, als wären das, weiß nicht, 151 Pokémon, die man fangen kann. Okay, da gehen wir jetzt hier mal rein. Aha, okay, ist da was versteckt? Nein. Dann geht's jetzt hier weiter. Und oh, ich sehe schon, worum es geht. Wir müssen jetzt in der Luft alle 551 Münzen sammeln. Okay, das machen wir mal im Schnelldurchlauf. Denn das dauert ja ewig. Und ihr seht jetzt das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Weil wir ja praktisch nur durch die Gegend fliegen, um ganz viele Münzen zu sammeln. Deswegen heißt dieses Level ja auch der ewige Flug. Wie lustig das auch immer aussieht. Und ab ins Ziel. So, wir haben es geschafft. Wir haben sogar mehr als 551 gesammelt. Das finde ich cool. Dass es nicht exakt so viele gibt, sondern immer ein bisschen mehr. Weiter geht es mit Super 30. Viermal die 1 lautet das Level. Okay. So, 3 Münzen haben wir schon. Ein Troll-Level. Okay. Neustart. Wir dürfen nicht da reinspringen. Okay, bei Troll-Leveln versuche ich gar nicht erst alles einzusammeln. Weil da werde ich ja nur weiter getrollt. Also schnell weiter und wir haben das Level schon geschafft. So, weiter geht es mit Janosch. Und er schickt uns das Level Doppelkletterturm. Sammle alle Münzen. 2 Stück an der Zahl. Und da bin ich mal gespannt. Okay, von der Türe in die Röhre. Und von der Röhre gleich in die nächste Türe. Das kommt mir bekannt vor. Hatten wir nicht mal so ein ähnliches Level von Linus Bruder? Da ging es von der Tür in die Röhre. Von der Röhre in die Tür. Und von der Tür in die nächste Tür, bis hin zu einer Röhre, die uns zur nächsten Tür führte. Und hier, von Block zu Block. Sehr cool. Okay, wo geht es jetzt hier weiter? Einmal nach oben, durch die rote Röhre. Und diese bringt uns zur Glasröhre. Was machen wir denn mit den 2, oh, übrig gebliebenen Schlüssel? Ja, wir müssen ja noch 2 Münzen finden, ganz vergessen. Dann nehmen wir jetzt mal diese Tür. Und gehen durch die gelbe Röhre. Okay, das ist also der ganze Abschnitt mit Hilfe der gelben Röhre, die wir jetzt, also der Abschnitt, den wir jetzt erkunden dürfen. Das ist sozusagen der gelbe Röhre-Abschnitt. Oder wie auch immer man diesen bezeichnen mag. Und jetzt nach oben. Die nächste Tür wird geöffnet mit Hilfe des Schlüssels. Dann geht es durch die nächste Röhre und wiederum durch die Glasröhre. Oh ja! Wir haben ja beide Münzen schon gefunden.
Das war ein sehr, sehr kreatives Level. Vielen Dank dafür. Sehr cool. Und weiter geht es mit Düsenjet. Mortens Revier. Oh, Morten. Morten, bist du hier? Morten. Hier gibt es schon mal einen Pilz. Und sieht nach einem gefährlichen Level aus. Oh, nee. Und da unten geht's noch weiter. Vielleicht kann ich rüberspringen. Miau! Wow, 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 wow. Okay, das war sehr riskant. Ein sehr riskantes Manöver. Und hier sieht man anhand der Münzen, dass da auch etwas versteckt ist oder war in dem Fall. Eine Feuerblume, ein Power-Up, welches sich sehen lassen kann. Und jetzt hier vorsichtig an der Säge vorbei. Und da kommt schon die nächste. Oh Mann, das ist echt eine heikle Angelegenheit. Und hier erneut drüber springen. Noch sieht alles gut aus. Okay, und durch die grüne Röhre. Wo sind wir denn jetzt? Hier in Mortens Revier. Die Steinblöcke fallen einfach in die Tiefe. Die sorgen also nicht unbedingt für Angst und Schrecken. Ich muss... Oh, wie mache ich das hier? Einfach drüber? Okay. Okay, alles prima Paletti. Und durch die Tür. Nächster Abschnitt. Morten, hey, altes Haus. Was machst du denn hier? So, mal schauen, ob ich den gleich besiegen kann. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut. Ah, nein. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Missgeschick. Aber immerhin habe ich ihn besiegt. Leider nur mein Super Power-Up verloren. Aber hier gibt es zumindest mal eine Feuerblume. Achtung. Vorsichtig, hör vorbei. Ja, 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 das war so ein unnötiger Treffer. Mensch, Mario, was ist denn los? Und hier gibt es... Keine Ahnung. Ah, jetzt dürfen wir wieder fliegen. Muss ich hier hoch? Ich probiere es mal. Da oben ist nichts, also ich kann nicht schummeln und drüber fliegen, also über die Stacheln. Das ist manchmal auch so eine Möglichkeit in manchen Level. Hier ist das aber nicht der Fall. Versuche ich mal vorsichtig hier durchzufliegen, ganz langsam. Sehr schön, da oben ist Roy. Roy und Morten. Roy, was macht Roy denn hier? Hey Roy, altes Haus. Ich muss aber weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Oh ja, doch. Oh, cool. Aber es gäbe noch einen anderen Weg und dann wäre man hinter dem Ziel rausgekommen. So schätze ich mal. Naja gut, weiter geht es mit Bevinci. Bevincis Level. Vielen Dank für die Einsendung. Mal sehen. Auch wieder ein Retro-Level. Und hier gibt es den Tanuki-Schweif. Jetzt kann ich wieder fliegen mit unserem lieben Mario. Was gibt es hier Schönes? Ein Cheep-Cheep. Ja, okay, okay. Oh, ja, ja. Oh, nee. Ärgerlich. Das habe ich so nicht gewollt. Zumal ich jetzt nicht zu dem Powerblock komme, weil dieser grüne Cheep-Cheep mir einfach meinen Tanuki geklaut hat. Aber jetzt, ich bin wieder ausgestattet und kann ein bisschen fliegen. Oh, das war cool. Schöne Kettenreaktion mit dem roten Koopa. So, Sprung, Sprung, Sprung und durch die grüne Röhre. Wo sind wir denn jetzt? Wir bleiben in der Wüste und da ist Bum Bum. Hey Bum Bum. Nein, 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 nein! Oh! Vorsicht! Zack! Besiegt! Und was gibt's hier? Einen Pilz! Den ich jetzt gebraucht hätte. Na toll! Oh! Dafür eine Feuerblume. Sehr, sehr großzügig hier in diesem Level. Vielen Dank! Und es geht durch die Tür in den nächsten Abschnitt. Oh ja, okay, interessant. So ein Achterbahnlevel. Kann irgendjemand mal von euch so ein Achterbahnlevel gestalten? Das wäre doch toll. Okay, Achterbahn abgeschlossen und wir landen irgendwo im Nirgendwo. Oh, das war ein schönes Level, so ein klassisches Super Mario Bros. 3 Level. Hat mir gut gefallen. Und jetzt Eric Park 2-3 Trampolin Desert. Okay, die Trampolinwüste. Eieieiei. Da sollten wir aber auch vorsichtig sein. Dass wir ja nicht abstürzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier geht wirklich die Post ab. Eine falsche Bewegung und ich beiße ins Gras. So. Vorsichtig. Die Trampoline sorgen dafür, dass ich unter Umständen in den Abgrund stürze oder aber in die Stacheln falle. Also hier ist...
ständige Bewegung wichtig. Warum sind hier so viele Kugelwillis? Hilfe, nein! Weg hier, der arme Mario! Und ab ins Ziel. Ei, caramba! Aber ebenfalls ein schönes Level. Und das Level ist von Sassimi, Bowser's Scherben. Oh, dann geht's schon los. Mit Ludwig van Cooper. Mein lieber Adios Amigos. Ich muss direkt weiter. Ein Förderband. Oder ein Laufband? So oder so ähnlich. So. Man könnte auch mal so ein Level machen, wo Mario in die Muckibude muss. Mit den Förderbändern. So. Zack. Und da oben ist eine 10er-Münze. Na, in mein Ohr. Ah. Ganz langsam runter. So. Hier und rüber. Zwei Bum-Bums. Oh, muss ich die besiegen? Vielleicht kann ich auch einfach weiter. Ich probier's mal. Ich ignoriere die zweimal in der Hoffnung, dass ich von denen keinen Schlüssel bekomme. Denn sonst müsste ich vielleicht nochmal zurück unter Umständen. Da komme ich nicht durch zu diesem Fragezeichen-Block. Aber schon okay, dann geht's einfach so weiter. Und wir müssen zur 10er-Münze. Der nächste Abschnitt wartet schon auf uns. Und durch die Röhre. Hallihallo. Oh, Bowser! Na, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Vor allem nicht in diesem Retro-Look. So, von hier oben sollten wir doch sicher sein. Vielleicht auch nicht. Oh, nee. Egal, jetzt aber volle Kraft voraus. Du hast auf jeden Fall einen Schlüssel für uns. Davon gehe ich hier mal ganz, ganz stark aus. Ja, geschafft. Und zack, als kleines Dankeschön gibt es 50er-Münzen für uns. Sehr cool gemacht. Okay, nächstes Level von Nils 1. Easy Level 3000. It's over 3000. So, mal schauen, was der Nils für uns hier gestaltet hat. Auf jeden Fall mal nicht 3D Land. Super Mario Land Power Up. Mit der lustigen Musik. Oh, da kann ich nicht durch, also gleich wieder zurück. Das war so mal zum Reingucken. Und hier böses Gelächter. Haha, du bist da reingelaufen. Das sieht cool aus, der Block. Wie so eine Schildkröte. So, oh, mit schönen Rosen. Mario hat sich verliebt in Stachelpanzer. Vielleicht auch in diese Goombas. Aber jetzt bin ich der dicke Mario, der schwere Mario, der große Mario sucht's euch raus. Und jetzt da ist das Ziel, wir haben es geschafft. Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video, das wird euch ebenfalls gefallen. Bleibt katztastisch.